Mein Name ist Margarete Grimus. Ich komme aus der Lehrerbildung. Ich habe 43 Jahre im Schuldienst gearbeitet. Die letzten 15 Jahre war mein Schwerpunkt in der Lehrerbildung vor allem Medienpädagogik oder Integration von Computern in den Unterricht. Und danach, seit dem Ende meiner aktiven Laufbahn in der Lehrerbildung, arbeite ich im Bereich Entwicklungshilfe, im Bildungsprojekt in Subsahara-Afrika und habe in den Ländern Nigeria, Südafrika, Mosambik und jetzt seit 2 Jahren in Ghana verschiedene Veranstaltungen zum Bereich Lehrerbildung und Integration von Internet in den Unterricht geleitet, durchgeführt und möchte sagen, dass ich mit den letzten Erfolgen sehr zufrieden bin. Was mir in meiner aktiven Zeit aufgefallen ist, war, dass in der Schule vor allem Lernprogramme in der Volksschule im Vordergrund standen, als ich begonnen habe. Das war so um die Jahrtausendwende. Und ich ganz schnell gesehen habe, dass Kinder gerade in der Volksschule sehr kreativ sind und viel mehr tun können, als sich bloß an Lernprogrammen orientieren. Dann hatte ich in der Lehrerbildung auch Lehrer, Volksschullehrer, wo ich überzeugt war, Excel sei viel zu schwierig für die Volksschule. Und da gibt es eine ganz nette Karikatur von mir, wie ich also dazu sage, das geht nicht in der Volksschule, und meine Studierenden mir gezeigt haben, dass sie Excel in der Volksschule sehr gut einsetzen konnten zur grafischen Darstellung von Sachverhalten, die sich durch Zahlen ausdrücken können. Und dieses Beispiel war die Zahnausfallsstatistik in der Volksschule. Ohne informatische Grundbildung bleibt der Slogan 21st Century Skills eine leere Worthülse. Das ist meine tiefste Überzeugung, denn Kinder sind gewohnt, haben ihre Smartphones, können die bedienen schon von frühestem Kindesalter an. Sie können damit umgehen, aber vor allem zu spielerischen Zwecken, zu Unterhaltung, Entertainment. Kommunizieren sehr viel damit, in sehr kurz geschnittenen Informationsblöcken. Eine ähnliche Entwicklung sehe ich auch in Entwicklungsländern, die keine Computervergangenheit haben, weil Computer dort nicht erreicht waren. Wobei diese Art der kurzen Kommunikation mit Mobiltelefonen noch wesentlich ausgeprägter ist. Für mich teilweise kaum noch verständlich, so kurz gefasst und abgekürzt und in einer seltsamen Schreibweise verfasst. Und ich denke, dass da doch einiges zu tun wäre, auch bei uns im Bildungsbereich, wo es nicht so extrem ausgebildet ist, diese Form. Und mir gibt der Vergleich zwischen diesen beiden Kulturen immer wieder neue Anregungen, Vergleiche zu ziehen und zu überlegen, was man von dort auch lernen könnte. Wie gesagt, bei uns gibt es eben die Computervergangenheit, das heißt Computerräume in den Schulen, die also mittlerweile etwas sehr exotisch anmuten, wenn man bedenkt, dass Kinder ihre funktionsfähigen Computer in den Hosentaschen herumtragen, sie auch zu Informationen nützen können und vor allem in der Schule aber nur könnten, weil es großteils verboten ist. Und ich sehe gerade dasselbe Problem in den Entwicklungsländern, wo es also zum Beispiel in Ghana gesetzlich verboten ist, dass überhaupt ein Telefon in der Schule sichtbar ist, das wird sofort konfisziert. Ich komme dann auf dieses Thema später noch einmal zurück, weil wir da einen Weg gefunden haben, das doch einzusetzen in einer Form, die dann geduldet werden kann. Die Nutzung von diesen Mobiltelefonen ist für mich ein unverzichtbarer Bereich für Schüler. Was aber ganz wichtig wäre, ist, dass man die Verbindung der Funktionalität, die ihnen auf ihren Smartphones zur Verfügung steht,
mit den Möglichkeiten, die die Laptops, die sie normalerweise auch zu Hause haben, auch schon vom frühen Schulalter an, dass man da Verbindungen knüpft und ihnen zeigt, was die Technologie eigentlich alles hergibt, wenn man sie versteht. Eine Geschichte gibt es sehr wohl dazu, und zwar die Geschichte meines 16-jährigen Enkels, der in eine Hack geht und der mich sehr zum Denken angeregt hat, weil er vertritt, und das also auch in aller Öffentlichkeit und in seiner Schule vertritt, warum gehen wir in die Schule? Wir haben Informatikunterricht. Im Informatikunterricht werden wir darauf gedrillt, in der Hack, dass wir die richtigen Zeilenabstände beachten und die richtigen Formatierungen. Aber von der Funktionalität, was man eigentlich noch mehr machen könnte mit einem Computer, wird uns in der Schule nichts beigebracht. Und es ist für mich eigentlich, ich spreche jetzt im Namen meines Enkels, viel zu schwierig, dass ich mich damit auseinandersetze. Da mache ich halt dann andere Dinge. Seine These ist, der derzeitige Unterricht, der auch die Informatik sogar in der Oberstufe beinhaltet, verleitet dazu, dass er sagt, es würde reichen, wenn wir am Schulanfang 3 Wochen in die Schule gehen, die Lehrer da sind, uns den Stoff sagen, den sie abprüfen, Prüfungstermine und die Bücher in die Hand geben, und dann brauche ich nur mehr zu kommen, wenn ich eine Prüfung ablegen muss. Das hat mich sehr zum Denken angeregt, wenn ich weiß, was für Möglichkeiten des kommunikativen Lernens gerade mit digitalen Medien möglich sind, wenn Schüler dazu vorbereitet werden, wenn sie das in der Schule praktizieren können, weil sich das dann weiter ausbreitet. Und ich denke, dass die Funktionalität, die in diesen Geräten liegt, ist ganz allgemein nicht nur der PC, sondern auch das Handy und die Verknüpfung von den grundlegenden Funktionalitäten, sollte in der Schule wesentlich tiefer beachtet werden, was allerdings einen hohen Aufwand in der Lehrerbildung bedeuten würde. Und dort sehe ich keine in der Realität Widerspiegelung dieser Notwendigkeit. Es wird Potenzial unnötig verschleudert. Es ist das Interesse da. Und jetzt ziehe ich wieder den Vergleich mit meinen Erfahrungen in Ghana. Ich habe 3 Workshops in den letzten 2 Jahren an einer Schule, an einer High Secondary School, gehalten, wo am Anfang die Lehrerbildung im Vordergrund stand. Also ich hatte im ersten Workshop nur Lehrer. Ich habe gesehen, dass das Niveau der Lehrer, was ICT anlangt, sehr gering ist. Ich habe vor allem natürlich auch die Unterrichtsmethoden dort kennengelernt, die noch wesentlich restriktiver sind als bei uns, also reiner Frontalunterricht, rein papierbasiert und auswendig lernen. Ich habe dann im 2. Workshop Studierende der Oberstufe eingebunden in den Workshop mit den Lehrern, was zuerst einen riesen Widerstand der Lehrer hervorgerufen hat. Dass sich aber dann im Laufe des Workshops in absolute Akzeptanz und Motivation, das weiterzuführen, geäußert hat. Und im 3. Workshop hat es also dann nur noch Teams gegeben, ein Lehrer, 2 Studierende, also Schüler eigentlich. Und das hat sich als hervorragend gezeigt. Die Schüler sind hoch motiviert, die Technik zu erforschen. Sie machen eine Menge Arbeit mit Robotics. Also wirklich, sie erforschen Grundlagen der Informatik damit. Ich habe in meinem letzten Workshop einen Raspberry Pi in die Schule mitgebracht in Ghana. Und der Schüler, dem ich das mitgebracht habe, der auch schon im Jahr davor, im letzten Workshop, mich sehr stark unterstützt hat bei der Arbeit, sowohl mit den Schülern als auch mit den Lehrern, dem habe ich das übergeben, und der macht jetzt Tutoring für seine Kollegen mit dem Raspberry Pi. Er macht Abende mit Robotics, wobei es sich als Vorteil erweist, dass das eine Internatsschule ist und die Schüler daher
da sind und eigentlich sowas von motiviert sind, etwas zu tun, etwas Neues zu erforschen. Und das geht eben sehr stark in Funktionalität. Was bietet mir diese Technologie? Was kann ich alles damit machen? Ich sehe daran, wie kreativ Schüler sein können. Und ich sehe auch diesen Ansatz darin, dass es ungeheuer vorteilhaft ist und auflockert und verändert die Schullandschaft, wenn sich Lehrer und Schüler miteinander in diese Thematik hineinbegeben können, voneinander lernen können und auch ein hoher Lernzuwachs der Lehrer, nicht nur jetzt von der Funktionalität, sondern von Ideen, wie kann ich denn diese Technologien im Unterricht einsetzen, welche Freiheiten kann ich damit Schülern einräumen, ihr Wissen zu erweitern, sich eröffnen. Die Vorteile sind, dass die Technologie vorhanden ist, dass die Schüler in der Schule bereits damit konfrontiert werden können, diese Dinge richtig zu nutzen, wesentlich weiter auszunutzen als bloß, was sie sich selbst erwerben und wo sie sich selbst überlassen werden. Die Nachteile liegen darin, dass es einer völligen Umstrukturierung des Schulalltags kommen müsste, auch der Schulorganisation, auch den Lehrplänen kommen müsste und dass es leider Gottes als Worst Case derzeit nicht abzusehen ist, dass diese Veränderung stattfindet, da in meinen Augen Lehrerfortbildung in dieser Richtung praktisch nicht vorhanden ist. Auf den Veranstaltungen, die ich besuche, wo auch das Ministerium diese Problematik anschneidet, wie wichtig digitale Kompetenzen für die Ausbildung sind, wird das sehr wohl in Worten beschrieben und die Wichtigkeit hervorgestellt. In der Realität zeigt sich kaum eine Veränderung, wenn man davon absieht, dass es Eigeninitiativen gibt, wo Lehrer, sehr motivierte Lehrer, wirklich tolle Dinge zeigen, vorzeigen, durchführen, diese auch manchmal in den Medien präsent sind, aber sehr schwer eine Verbreitung in der allgemeinen Form des Schulwissens finden, wo man sie eigentlich als erprobte Beispiele langsam wirklich in den Unterricht integrieren könnte. Diese innovativen Entwicklungen können nur dann von der Gesellschaft genutzt werden, wenn sie in der Schule aufgebaut werden. Wenn die Möglichkeit, die Funktionalität wirklich voll zu nutzen, in der Schule bereits zugrunde gelegt wird. Denn in der Schule bereitet man auf lebenslanges Lernen vor. Wesentlich mehr als das früher vor dem Computereinzug eine Bedeutung hatte. Es hat sich aber an dem, wie die Schule funktioniert, und nachdem ich jetzt 50 Jahre und wenn ich meine eigene Schulzeit mitrechne, noch ein Jahrzehnt länger im Schulwesen stehe, diese Entwicklung, die sich von der technologischen Seite bietet, keineswegs in irgendeiner Form in gleicher Weise abgezeichnet. Nein, die ist nicht falsch angelegt, diese Investition, denn die Menschen, ich habe das aus eigener Erfahrung erlebt, ich habe sehr viel Literatur darüber gelesen, es gibt da genug Statistiken, sind gerade in diesen Ländern überzeugt, dass ihnen diese Technologie hilft. Es gibt eine Reihe von Projekten, Programmen, die Angebote für die Agrarwirtschaft, für den einfachen Bauern anbieten, die über Mobiltelefone abrufbar sind, Marktpreisvergleiche, die diese nutzen, die heben ihren Lebensstandard. Die Länder haben überall Policies geschaffen, die Regierungen haben überall definiert, das hilft uns aus der Armut heraus, das steigert unser Wirtschaftswachstum
Und wenn man schaut, dann steigt das Wirtschaftswachstum in diesen Ländern wirklich auch wesentlich stärker als in anderen Ländern, klarerweise von einem niedrigeren Niveau. Aber auch, es gibt auch Untersuchungen, wo man gerade in den Entwicklungsländern, und meine Kenntnis beschränkt sich auf Subsahara-Afrika, da habe ich einige Erfahrungen, eher bereit sind, mal auf Lebensmittel zu verzichten, und sich dafür ein Mobiltelefon anschaffen zu können oder die Kosten für die Prepaid-Zeit zu ermöglichen. Ich sehe das ganz besonders an meinem Schüler, der jetzt sein Tutoring macht und immer dünner wird, weil er von der Schule keinerlei Unterstützung mehr kriegt zum Essen, aber es ist ihm noch immer wichtig, es das weiterzubringen. Also das ist wiederum ein ganz kleines Beispiel, das ich sehe, wenn er in seinen Postings auch aufscheint, also in seinen Bildern, die er dazu auf Facebook veröffentlicht, wo er wirklich Volunteering macht, wo er vor Freude schreibt, Mädchen interessieren sich, die sind so begeistert, die zerlegen Computer, die fangen jetzt alle an. Die Aufnahmebereitschaft dafür, auf anderes zu verzichten, zugunsten der Möglichkeiten, die Sie in Ihrer Vision auch sehen, was Ihnen diese Technologien für Ihre Zukunft bieten, das ist es in jedem Fall wert. Und zur Elektrizität noch etwas. Wir haben auch da in Ghana die Erfahrung gemacht, wir haben also permanente Dropouts, Blackouts, das passiert immer mittendran, wenn man an einem Laptop oder Computer arbeitet und dann ist halt auch die Batterie sehr bald leer, falls es ein Laptop ist. Aber die Mobiltelefone oder die E-Reader haben eine wesentlich längere Kapazität, mit denen kann ich immer noch arbeiten. Wenn ich da etwas drauf gespeichert habe, das ich vorher mir heruntergeladen habe, dann kann ich das immer noch zum Lernen nutzen. Und um abzuschließen, das Verbot in der Schule haben wir dahingehend umgangen, dass wir mit Mobiltelefonen dann ohne SIM-Card gearbeitet haben, die Materialien heruntergeladen haben auf SD-Cards, sodass, wenn alles gut war und wir es durften, dann haben wir alles auf den Mobiltelefonen drauf gehabt. Wir haben sehr viel Videoaufnahmen gemacht, um das dann weiter zu nutzen im Unterricht, Videoaufzeichnungen, die dann auch transkribiert wurden, womit also auch wiederum kooperatives Lernen unterstützt werden kann durch Diskussionen, durch Material aufbereiten, und das ist äußerst gut angenommen worden. Die Erfolge, also jetzt nach 3 Workshops, kann man im Internet verfolgen. Es gibt einen Blog, den wir installiert haben, der ist www.grimus.or.at/ketasco-mobile, und daran kann man sehen, dass jetzt, auch wenn der Workshop vorbei ist, der ist Ende Juni zu Ende gegangen, es passiert immer wieder was und es wird immer wieder weitergearbeitet. Und das ist etwas, was mir ungeheure Freude macht und was mir zeigt, dass die Zukunft darin liegt, dass wir Jugendlichen auch die Möglichkeit geben, mit Lehrern zusammen, wo die Lehrer die Kompetenz der Curricula haben, die Schüler oft ihnen helfen können, diese Inhalte der Curricula auf neue Weise zu verbreiten. Diese Zusammenarbeit ist für mich die Zukunft. Die digitale Gesellschaft für die Zukunft schaut für mich darin aus, dass es nicht ausschließlich daran hängen bleiben wird, dass Leute Apps verwenden, aber in welchem öffentlichen Verkehrsmittel man auch sitzt, jeder nutzt diese Geräte. Ich denke, in den seltensten Fällen zum Lernen, und meine Zukunftsvorstellung liegt darin, dass wir unseren jungen Menschen die Möglichkeiten mitgeben werden, diese technischen Möglichkeiten auch zum Lernen zu nützen und wirklich lebenslanges Lernen in Realität umzusetzen, dass das nicht nur Schlagwörter bleiben.